dieser erste Irrtum wahrscheinlich auch der wichtigste. Also das Durstgefühl signalisiert mir ja schon, dass irgendetwas außer Balance ist. Ja, aber wir haben eine Folie. Mhm. Die erste Folie, das war eigentlich der Schlüssel. Da konnte ich von einem gewissen Herrn Zimmermann, der hat das mal ganz super einfach dargestellt, das System der Grundregulation nach Professor Pischinger, und das ist schulmedizinischer Standard. Also Pischinger kennt jeder, das Pischinger Raum ist das Bindegewebe. So, und jetzt musst du vorstellen, jetzt ich habe einen Nährstoff und den will ich zu dir bringen. Ich bin das Blut, darum haben wir rot angezogen, ich bin das Blut, da ist viel drin. Ich will zu dir, du bist die Zelle, du musst versorgt werden. Und es gibt keinen Stoffwechsel, der vom Blut direkt in die Zelle geht, sondern dazwischen ist immer das Bindegewebe, immer. Und da muss es durch. Und da fängen die Irrtümer an, oder wo die Schulmedizin sich irrt, weil wir haben ja in der Sekunde 10 Millionen, 50 Millionen maximal Stoffwechsel. In der Sekunde. Das heißt, die kommen und die sterben ab. Und je älter wir werden, umso mehr sammeln sich Stoffwechselendprodukte an. Also du übersäuerst, du haust mal auf den Putz, du trinkst zu viel, isst zu viel oder hast irgendwie auch zu wenig, aber du hast einen Stoffwechsel, sonst wirst du nicht leben. So, und jetzt kommt es darauf an, dass ich diese Stoffwechselendprodukte wegbringe. Und wenn ich die Folie sehe, also rot siehst du bei mir mit meiner roten Jacke, ich war dein Blut, und da, ja, du bist dunkel und so, da bist du mit der Zelle. Okay. Aber ich muss durch. Und dann sehe ich diese kleinen dreimal diese braunen Punkte. Und das sind Ablagerungen. Und je älter ich werde, umso mehr habe ich diese Ablagerungen durch Stoffwechselendprodukte, wenn es nicht komplett wieder entsorgt wird. Eben, die sind per se kumulativ. Da muss man aktiv was tun dazu, um die rauszuschmeißen. Ja, wenn man halt älter wird und sowas, dann lässt ja viele Kräfte nach. Aber natürlich, wenn ich jetzt nichts tue und ich sammle zum Beispiel Giftstoffe an, da schützt sich der Körper ja mit der Fettschicht vor der Selbstvergiftung einmal. Aber wenn ich die nicht entsorge, wird es immer mehr. Das ist so, wie wenn ich hier ein Glas Wasser habe und ich lasse die nächsten 10 Jahre jeden Tag ein Glas Wasser stehen hier. Dann ist es voll. Obwohl das Glas nichts ausmacht, morgen nicht, übermorgen. In einem Monat stehen halt ein paar Gläser rum, aber in 30 Jahren 1 Gramm nicht verstoffwechselt, also 1 Gramm, wenn nur hängen bleibt. Und du nimmst 2 Kilo an Flüssigkeiten und Nahrung zu dir, 2 Kilo im Schnitt. Wenn nur 1 Gramm nicht verstoffwechselt wird, dann hast du im Laufe von 30 Jahren 12 Kilo Stoffwechselreste. Ah, das ist ein interessanter Aspekt. Also man 1 Gramm mal 30 sind 30 Gramm, mal 12 sind 400, mal 30 Jahre sind 12 Kilo.